Fraktion der SPD, Herr Kollege Dulich. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben die Wahlen auch deshalb gewonnen, weil Sie in der Verwaltung unsere Ideen umgesetzt haben oder umsetzen. Das ist nochmal das Zitat aus diesem Weihnachtsbrief des Ministerpräsidenten. Und es wurde ja danach schon viel unternommen, um zu erklären, wie es gemeint ist oder wie es zu verstehen sei. Da waren ganz schön viele Verrenkungen dabei. Eine Verrenkung möchte ich noch zitieren aus der Antwort der Staatskanzlei auf die Kleine Anfrage meiner Kollegin Friedel. Wenn man unterstellt, dass der Satz eine parteipolitische Vereinnahmung enthält, würde jede Form amtlicher Betätigung des mit Verfassungsstatus versehenen Amtes des Ministerpräsidenten mehr einen unter einen parteipolitischen Mentalvorbehalt gestellt. Parteipolitischer Mentalvorbehalt. Da sollten vor allem Juristen und vor allem Psychologen mal erklären, was damit gemeint ist. Denn wenn ich jetzt mir mal das umgedreht vorstelle, heißt das ja, all das, was der Ministerpräsident tut, all das, was er zu verantworten hat, hat nichts mit CDU zu tun. Also irgendwie funktioniert diese Verrenkung hinten und vorne nicht. Aber es wird deutlich, was Ihr Verständnis ist, was Ihr Verständnis von diesem Staat ist, was das Verständnis von Politik ist, dass Sie selbst die Verwaltung als Ihre verlängerte Werkbank empfinden. Wir können auch noch andere Beispiele nehmen. Vor allem vor kurzem war Bürgermeisterwahl in Klingenthal. Gut, die CDU hat im ersten Wahlgang mit 12,9% ziemlich paar auf die Nase bekommen. Der SPD-Kandidat mit 39% sah da schon besser aus. Aber der Einzelkandidat mit SPD-Parteibuch, so, da hat die CDU danach einen neuen Kandidaten aus dem Hut gezaubert, der dann damit warb, dass für eine lebenswerte Stadt Klingenthal brauchen wir eine kontinuierliche, solide Politik sowie die enge Zusammenarbeit mit dem Landkreis und der Landesregierung. Und der Aufrufer, wählen Sie CDU gegen die politische und finanzielle Isolation Klingenthals. Und genau das ist wieder die Denkweise. Das ist eine Denkweise, die eben auch zum Beispiel unsere ehemalige Landrätin erfahren hat, wenn es darum ging, dass wenn man ein anderes Parteibuch hat, keinen Zugang hat, dass man anders behandelt wurde. Das ist diese Denkweise, die Sie hier an den Tag legen. Lassen Sie eine Zwischenfrage zu, Kollege Dulich. Jetzt erstmal nicht. Keine Zwischenfrage. Jetzt nicht. Es hat aber nicht funktioniert, denn erfreulicherweise hat unser ehemaliger Landtagskollege Enrico Bräunig die Wahl mit 47% am Sonntag gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch nochmal. Aber der eigentliche Anlass der Debatte ist ja diese Denkfabrik. So, und ich sage ganz klar, ich bin hier nicht der Kronzeuge gegen Sponsoring oder gegen Gespräche. Ich finde es legitim, wir nutzen das auch, dass wir Sponsoring machen, dass wir Gespräche machen, Punkt. Nur wo ist hier die Grenze überschritten? Die Grenze ist dort überschritten, wo das Amt des Ministerpräsidenten einen Geldwert bekommt. Wenn ich ein Gespräch, ein Foto oder eine bestimmte Leistung will, nur einen höheren Betrag bezahlen muss, damit ich dieses Foto, das Gespräch oder so etwas bekomme. Und da ist eine Grenze überschritten. Und das ist für mich gar nicht die Frage, ob eine juristische Grenze überschritten ist. Da können Sie Gutachten vorlegen, wie Sie wollen. Sondern das ist tatsächlich eine Frage von Moral und Anstand. Und wir können es doch mal so machen. Legen Sie es doch offen. Wir haben nun wirklich die Zahlen offengelegt, wir haben die Verträge offengelegt, wir haben die Angebote offengelegt. Machen Sie es doch auch. Oder wovor haben Sie Angst? Ich vermute, Sie haben vor allem was Angst. Dass klar wird, dass die Denkfabrik nichts mit Politik zu tun hat. Wenn ich mir die Sponsorenliste anschaue, liegt doch die Vermutung nahe, dass Sie mit dieser Veranstaltung Geld gesammelt haben, dass Sie mehr Geld eingenommen haben, als diese Veranstaltung gekostet hat. Und wenn das so ist, dann ist das ja nochmal eine Nummer schärfer, dass es nämlich gar nicht mehr um Politik geht. Darum geht wirklich um Zukunftskonzepte zu streiten, sondern dass Sie Politik nutzen, um Geld für Ihre Partei zu sammeln. Und das dann noch mit dem Amt des Ministerpräsidenten, da ist schon eine Nummer zu scharf. Und das Problem ist nur, dass die Leidtragenden wir alle sind.
Sie haben eben der Demokratie und den Demokraten einen Bärendienst erwiesen, weil es heißt ja nicht die CDU, sondern es ist doch der angebliche Beleg, dass die da oben, dass die Politik käuflich ist und dass die sozusagen alle gleich sind. Und das ist der Schaden, den wir dann alle zu tragen haben. Und das ist eben das, wofür Sie eben auch hier die Verantwortung bei dieser Debatte übernehmen müssen. Das war die Fraktion der SPD mit Kollegen Dulich.